Hallo und herzlich willkommen auf Veras Blockflötenkanal. Ärgerst du dich manchmal, dass deine Blockflöte zu den unpassendsten Momenten heiser wird, dass deine hohen Töne nicht gut klappen oder dass deine Finger verkrampft sind? Heute gebe ich dir mal einige Tipps, wie du mit bestimmten Herausforderungen beim Blockflötenspiel umgehen kannst, sodass du schnellere Fortschritte erzielst. Falls du neu bist hier, mein Name ist Vera Petri und ich gebe euch Tipps zu gutem und schönem Blockflötenspiel. Blockflöte spielen wird immer komplexer, je weiter du fortgeschritten bist. Und wie bei jedem anderen Instrument gibt es eine Vielzahl von technischen und musikalischen Faktoren zu beachten. Wenn du nicht wie gewünscht vorankommst bei deinem Blockflötenspiel, kann es aber sein, dass du dir selbst ein paar kleine Hindernisse in den Weg gestellt hast, ohne es zu wissen. Welche 8 möglichen Hindernisse das sein können und wie du sie leicht aus dem Weg räumst, um wieder besser Fortschritte zu erzielen beim Blockflötenspiel. Das zeige ich dir heute in diesem Video. Hindernis Nummer 1: Anwärmen vergessen. Kennst du das? Du spielst gerade so schön seit ein paar Minuten erst und deine Flöte wird heiser oder verstopft. Und das ist richtig ärgerlich. Du musst sie dann nochmal auspusten. Und oft wird es dann aber auch nicht besser. Die bleibt dann irgendwie verstopft und das ist richtig nervig. Das kannst du verhindern, indem du vor dem Spielen 5 Minuten Zeit nimmst und dein Kopfstück anwärmst, um genauer zu sein, den Windkanal. Also eigentlich braucht nur diese Stelle der Blockflöte gewärmt zu werden, denn hier bläst du ja rein, ist der Windkanal, dieser Spalt hier. Und hier kommt dann die Luft wieder raus und geht zum Teil durch die Flöte. Und in diesem Windkanal sammelt sich Kondensfeuchtigkeit, weil dein Atem sehr warm ist und die Blockflöte, wenn sie nicht angewärmt wurde, kälter als dein Atem. Und durch diesen Temperaturunterschied entsteht das Kondenswasser. Wenn du deine Blockflöte anwärmst vor dem Spielen, dann ist ihre Temperatur schon mal näher dran an der Temperatur deines Atems und dann sammelt sich nicht so viel Kondensfeuchtigkeit und dann wird sie wahrscheinlich gar nicht verstopfen. Oder jedenfalls nicht direkt. Und wenn eine Blockflöte, ich sag mal, nach einer Dreiviertelstunde verstopft, ist das auch normal. Dann hat sie für heute genug. Da musst du dann auch vorsichtig sein. Auf jeden Fall mach dir das zur Angewohnheit und dann wird das Heiserwerden in der Vielzahl der Fälle gar nicht passieren. Sollte es jetzt doch gleich immer wieder verstopft werden, kannst du auch ab und zu mal Antikondenströpfchen reinmachen. Die kriegst du zum Beispiel, wenn du eine hochwertige Blockflöte kaufst, in so einem Pflegeset mit dazu, zum Beispiel von Möck. Du kannst sie aber auch ganz einfach selber machen. Dazu habe ich mal ein Video gemacht, da habe ich dir gezeigt, wie das geht. Und die helfen eigentlich auch, wenn die Blockflöte doch häufiger verstopft. Sollten die auch nicht helfen, dann wird es vielleicht Zeit, die Blockflöte mal einem Flötenbauer zu zeigen. Denn dann kann es sein, dass was am Block gemacht werden muss, irgendwas nachgearbeitet werden muss und da muss dann ein Fachmann ran. Hindernis Nummer 2: Atemlos. Kennst du das? Du spielst voller Elan los und stolperst sofort über irgendeine blöde Stelle, die sonst immer geklappt hat oder die gestern noch geklappt hat oder die zu Hause noch geklappt hat, wenn du im Unterricht bist beispielsweise. Und du ärgerst dich. Das könnte jetzt ganz simpel daran liegen, dass du dir keine Zeit genommen hast, in Ruhe einzuatmen. In Ruhe, damit meine ich Zeit genug nehmen, aber auch tief einatmen. Und statt dass du einfach drauf losspielst, nimm dir doch die paar Sekunden Zeit und bereite dich vor, indem du schon dastehst. Aber stell dir innerlich mal die ersten paar Takte deines Musikstückes vor. Oder wenigstens den Anfang deines Stückes. Sing dir das quasi innerlich vor oder hab's im Ohr. Und dann atmest du in Ruhe ein und spielst dann.
Und du wirst sehen, dass die Wahrscheinlichkeit viel größer ist, dass du dann eben keine Fehler spielst. Denn wenn du tief einatmest und ruhig genug und im Idealfall natürlich in den Bauch hinein mit Zwerchfellatmung, dann kannst du dich besser konzentrieren und deine Finger sind lockerer und dein Spiel klingt auch viel schöner. Auf jeden Fall ist die Einatmung mindestens so wichtig wie das Spielen selbst. Hindernis Nummer 3. Du spielst das neue Stück jetzt schon zum x-ten Mal und übst daran und machst trotzdem immer wieder Fehler. Das könnte daran liegen, dass du zum Üben das ganze Stück durchspielst von Anfang bis Ende und dann manchmal irgendwo stolperst, weil eine Stelle noch nicht klappt. Du korrigierst die kurz, du spielst sie ein-, zweimal nochmal und naja, aber dann erstmal weiter. Und dann sagst du dir, ja, das hat noch nicht geklappt. Also fängst du nochmal von vorne an und spielst das Stück nochmal. So mehr oder weniger in der Hoffnung, dass die Stolperstellen dann klappen. Also du hörst schon an der Beschreibung, dass das ziemlich energieaufwendig ist und sehr anstrengend sein kann. Auch lange dauert, je nachdem, wie lange dein Stück ist. Und um Energie und Zeit zu sparen, würde ich dir empfehlen, zu gucken, welche Griffverbindung zum Beispiel fällt dir denn genau schwer. Also wenn ein bestimmter Griffwechsel zum Beispiel vom H zum Cis, wie in dieser Händel-Sonate, dir schwer fällt, dann üb doch mal diese Stelle einzeln. Greif die heraus, schau mal, welche Finger da hoch und runter gehen müssen und fühle mal, welche Finger rauf und runter müssen bei dem Wechsel und üb die Stelle einzeln. Da kannst du sehr kreativ sein, da gibt es Millionen Möglichkeiten, wie man mit diesen zwei Tönen in Variationen üben kann. Und wenn du ganz konzentriert und fleißig bist, dann ist es super, wenn du eine Stelle, die du wirklich können willst, 7-mal nacheinander fehlerlos schaffst. Und das zählt nur, wenn du dazwischen keine falsche Version drin hast. Also mindestens 7-mal direkt nacheinander fehlerlos, denn dann hat dein Gehirn die richtige Version wahrgenommen. Dann kommen wir zum vierten Punkt, zum vierten möglichen Hindernis. Du hast ein neues Stück vor dir. Wie schön, eine Telemann-Fantasie zum Beispiel und du denkst, ah, okay, mal probieren. Klingt aber irgendwie enttäuschend. Dann achte doch mal drauf, wie du spielst und nicht, was du spielst. Damit meine ich, oft kann es dir passieren, dass du ein neues Stück probierst und du schaust, welche Töne das sind. Du versuchst, die richtigen Töne zu spielen und es wird vielleicht auch klappen. Und trotzdem klingt es irgendwie nicht so schön, wie du dir das erhofft hast oder vorgestellt hast. Dann kann es sein, dass du ganz leise gespielt hast. Oder sagen wir mal, viel leiser und vorsichtiger, als du normalerweise spielst. Und das passiert sehr häufig bei Schülerinnen und Schülern, die was zum ersten Mal spielen. Vielleicht aus einer Angst heraus, Fehler zu spielen. Das geht oft unbewusst natürlich. Und einfach, weil man unsicher ist. Das kann aber zu einem blöden Teufelskreis führen. Denn wenn du vorsichtig und leise bläst, dann hörst du das selbst. Das geht blitzschnell unbewusst. Du hörst das, du hörst einen unsicheren, vielleicht wackeligen, dünnen Blockflötenton und wirst dadurch dann auch unsicher. Und gerade wenn du das Stück kennst, das du mal probieren möchtest, vielleicht hast du da eine tolle Aufnahme gehört davon auf YouTube oder so und jetzt probierst du das Stück selbst und du denkst, oh, ich kann das nicht. Dann liegt es ganz oft an der Art, wie du Klang produzierst und wie du bläst. Das läuft, wie gesagt, schnell und unbewusst ab, aber du kannst dem bewusst entgegensteuern, indem du dich nochmal erinnerst, dass du erstmal in Ruhe einatmest und dir gut zuhörst und mit deiner normalen Klangqualität spielst, die du sonst auch kannst, bei Stücken, die du schon lange spielst, bei deinen Lieblingsstücken.
Es ist ja auch unlogisch zu denken, ich spiele mal vorsichtig, dann hört man die Fehler nicht so. Die hört man ja leise auch und es ist ja sowieso nicht schlimm. Aber achte mal drauf, ob du das nicht auch machst, wenn du ein neues Stück ausprobierst, dass du erstmal dünn und leise reinbläst in deine Blockflöte. Fünftes mögliches Hindernis: Du schaust mal, ob deine Finger richtig drauf sind, wenn zum Beispiel ein tiefer Ton nicht rauskommen möchte. Warum kann das ein Hindernis sein, dass du schaust? Du willst auch nur mal sehen, wenn was nicht klappt, an welchem Finger es lag und wie du den besser aufs Loch bekommst, an die richtige Stelle. Das Problem dabei ist, dass du das alles schön zurechtlegen kannst, wenn du die Flöte so hochhältst und quer hältst, aber dass sich alles wieder verändert, wenn du die Flöte dann in Spielposition bringst. Also deine Hand verändert sich, dein Handgelenk, die Finger drehen sich vielleicht ein bisschen und dann hat dir das Gucken nichts genutzt. Besser ist es, wenn du mal deine Augen schließt und fühlst, ob ein bestimmter Finger wirklich auf seinem Loch ist. Wenn du so ganz sachte um das Loch herum tippst, dann kannst du nämlich sehr gut fühlen, wo du dich befindest. Und beim Spielen kannst du ja auch nicht drauf schauen, auf die Löcher da unten. Und ja, das kannst du mit geschlossenen Augen machen, aber auch mit offenen Augen. Aber versuch, dich nicht drauf zu verlassen, dass du das hier so siehst und das dann drauf bleiben muss. Sechstes Hindernis, was dir begegnen kann. Du weißt, dass du den Daumen halb öffnen musst hier hinten bei überblasenen Tönen, bei hohen Tönen. Und du weißt auch vielleicht, dass die Knickdaumentechnik sehr vorteilhaft ist. Das finde ich jedenfalls. Und trotzdem klappen die hohen Töne nicht so richtig. Dabei wird doch das Daumenloch halb geöffnet bei den hohen Tönen. Oder? Es ist nicht ganz so. Eigentlich sagt man, das Daumenloch ist halb geöffnet, aber im Grunde ist es besser, wenn du das Daumenloch nur einen ganz kleinen Spalt weit öffnest. Denn wenn du wirklich zur Hälfte das Daumenloch öffnest, dann sprechen die hohen Töne nicht an, vor allem die sehr hohen Töne. Und deshalb ist das ein bisschen irreführend, diese Formulierung halb geöffnet. Denk lieber an fast geschlossen statt an halb geöffnet. Und wenn du das mal ausprobierst, dann wirst du dich freuen, wie die Ansprache deiner hohen Töne sich verbessert. Hindernis Nummer 7 kann mit deinem Daumen zu tun haben bei diesen überblasenen hohen Tönen, um genauer zu sein mit deinem Daumennagel. Denn beim Knicken, bei den hohen Tönen, treffen eigentlich der Nagel des Daumens und das Fleisch des Daumens in das Daumenloch hinein. Wenn dein Daumennagel zu lange ist, dann hast du keinen Kontakt mit dem Fleisch zum Daumenloch. Dann fühlst du nur diese scharfe Kante des Nagels und kannst nicht fühlen, wo genau du dich befindest auf deinem Daumenloch. Und da haben wir ja eben drüber gesprochen, dass du wissen musst, wie weit dein Daumenloch geöffnet ist. Und das geht eben nicht mit einem zu langen Daumennagel. Deshalb greif zur Nagelschere und schneid ihn ab. Vorsicht, er kann auch zu kurz sein, dann müsste er aber extrem kurz sein. Dann fühlst du nämlich wiederum die Kante des Nagels nicht. Aber kurz ist auf jeden Fall gut. So, dann sind wir schon beim achten Hindernis. Und übrigens, falls du dich in irgendeinem dieser Hindernisse wiedererkennst, dann schreib das doch mal gerne in die Kommentare, ob dir das hilft, was ich dir hier erzähle. Oder vielleicht hast du ja ganz andere Hindernisse beim Blockflötespielen, dann teile die auch mit uns. Schreib die gerne hier in die Kommentare unter dem Video. Hindernis Nummer 8. Wenn deine hohen Töne nicht klappen, versuchst du dann etwas lauter zu blasen? Und wenn deine tiefen Töne nicht klappen, spielst du dann etwas leiser und vorsichtiger, damit sie rauskommen?
Mach's doch mal genau umgekehrt, möchte ich dir ans Herz legen. Denn die tiefen Töne können eigentlich sehr viel Luft vertragen, damit sie schön rund und voll und laut genug klingen. Der Kniff dabei ist eben nur, die Luft ohne großen Druck in die Blockflöte strömen zu lassen. Also du kannst dir vorstellen, du würdest in ein großes Ofenrohr reinblasen ohne Widerstand und da geht ordentlich was an Luft rein. Das ist also ein Irrtum zu denken, die tiefen Töne müssen leise sein, die können richtig voll geblasen werden, aber mit einer langsam fließenden Luft. Und genau umgekehrt ist es bei den hohen Tönen. Die brauchen sehr wenig Luft, aber die musst du schnell blasen. Du kannst dir das vorstellen, als ob du einen kleinen Pfeil abschießt. Und der Moment, wo du den Pfeil loslässt, ist dein Zungenstoß, also dein Tü oder Dü. Und dein Pfeil ist dein Ton. Wenn du die hohen Töne mit viel Luft und schnell bläst, dann können sie zu hoch sein, dann sind sie nicht so sauber gestimmt. Und wenn du sie dagegen mit wenig Luft bläst, aber sehr schneller Luft, dann klingen sie viel klarer, ohne so viel Nebengeräusch und edler und wie gesagt auch sauberer intoniert. So, das waren meine 8 Tipps, um Hindernisse bei deinem Blockflötenspiel aus dem Weg zu räumen. Ich hoffe, sie haben dir gefallen. Wenn ja, dann freue ich mich über einen Daumen hoch. Und wenn du dein Blockflötenspiel, was die Technik angeht und deinen musikalischen Ausdruck richtig grundlegend verbessern möchtest und ganz systematisch daran arbeiten möchtest, dann empfehle ich dir meinen Online-Videokurs Blockflöte Next Level. Den verlinke ich dir hier unten in der Infobox unter dem Video. Jetzt bedanke ich mich fürs Zuhören und hoffe, du bist nächstes Mal wieder dabei. Bis dahin, tschüss!